So, das Schiff wollen wir auch nicht mitnehmen. Wir brauchen das nicht. Jetzt können wir schneller fahren wieder. Da kommt eine Abzweigung. Muss ich aufpassen, nicht, dass er gleich vorschießt, der LKW. Das ist ein Problem. Naja, er schießt vor, aber er bleibt auf seiner Spur. Das ist das Gute. Er macht nicht so einen großen Bogen wie ich. Und nun etwas Ekligeres. Auch von Terry Pratchett. Der stinkende alte Ron war ein kleiner, buckliger Mann in einem schmierigen Mantel. Doch sein Geruch reichte aus, um die ganze Welt zu füllen. Ron war körperlich schizophren. Auf der einen Seite existierte der stinkende alte Ron und auf der anderen sein Geruch, der sich im Lauf der Jahre zu einer unabhängigen Persönlichkeit entwickelt hatte. Jeder konnte einen Geruch haben, der noch eine Zeit lang blieb, nachdem er gegangen war. Doch der Gestank des alten Ron, kurz mal anhalten. Hier kann ich jetzt, ich fahre hier runter gleich. Und das tut sehr, sehr weh, wenn ich den Berg runterfalle. Doch der Gestank ist... ey, was überholst du mich jetzt hier? Kann mich nicht konzentrieren hier. Naja, warten wir noch die nächste Kurve ab, dann erzähle ich weiter. Nicht, dass noch ein Unglück passiert. So, kurz noch die Kurve nehmen hier. Oh, nicht das Schild mitnehmen gleich hier. Brauche ich nicht mein Sortiment. Ein bisschen langsamer werden. So. Ein bisschen langsamer werden hier. Ich war schon wieder 80 hier, glaube ich. Die 60. Doch der Gestank des alten Ron traf einige Minuten vorher ein, um sich überall umzusehen und einen bequemen Platz zu finden. Zu suchen. Nicht konzentrieren hier auf die Arbeit. Nicht gleich in den Bach einfliegen und bin ich gleich wieder unter Wasser. Platz zu suchen. Er hatte einen so hohen Entwicklungsstand erreicht, dass man ihn nicht mehr mit der Nase wahrnahm, weil diese sofort alle Kontakte zur Außenwelt abbrach. Dass sich der stinkende alte Ron näherte, bemerkte man daran, dass sich das Ohrenschmalz aufzulösen begann. Entschuldigung, dass ich nicht unterbrochen habe ab und zu mal, aber ihr habt ja schon verstanden, worum es geht. Es handelt von einem Ron, der so derbe stinkt, dass er sein Geruch schon vor ihm da ist. Man merkt ihn schon 10 Minuten vorher, bevor er überhaupt den Raum betritt. Könnt ihr euch vorstellen, wie eklig das sein muss, ne? Wenn man schon mal in der Bahn gesessen hat, vor allem noch in der warmen Bahn, zum Beispiel, und da ein Herr sitzt oder eine Frau, die sich wochenlang nicht gewaschen hat, monatelang, jahrelang, und der Geruch ist im ganzen Waggon verteilt. Das habt ihr bestimmt schon irgendwo mal gerochen, oder werdet es noch riechen, wenn ihr mal irgendwann mal da unterwegs seid. Am Hauptbahnhof lebte mal einer, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder ob er jetzt weg ist. Habe schon lange nicht mehr gesehen da. Den nannte man, selbst bei der Polizei hat man den Namen schon gehört, Kakadu. Kakadu, das ist ein älterer Herr gewesen, der war obdachlos, lebte auf der Straße und hatte kein Toilettenpapier und nichts gehabt, hatte mal hingeschissen da irgendwo auf dem Bahnhof. Und hat dann gleich wieder die Hose hochgezogen, ohne ihn abzuwischen. Und sein ganzer Körper bestimmt, auf jeden Fall in seinem Bart, war auch schon alles so klebrig, als der da, und so braune Stückchen hingen daraus. So was Ekliges, ne? So was ist der stinkende alte Ron. Zum Beispiel.
wenn so ein penetranter Geruch ist, Uringestank oder sowas. Kennt man ja in einigen Gebieten, wo die Leute mal hinpinkeln. Man denkt, da wäre der alte Ron gewesen. Der stinkt der alte Ron. Halt sowas, ne? Ja, jetzt haben wir noch hier 2 Stunden 26 vor mir. Wir fahren nach Athena. Dann will ich euch noch eine Geschichte vorlesen. Auch aus demselben Buch. Rollende Steine. Warte mal, was rollende Steine? Ich glaube ja. Habe ich jetzt ganz vergessen wieder. Susanne. Das war kein guter Name. Aber es gab bestimmt schlimmere. Zum Beispiel die arme Jod in der 4. Klasse. Oder Nigela, das so viel bedeutet, oh je, wir wollten einen Jungen. Doch Susanne klang langweilig. Oder Sue. Unter Sue stellte man sich ein Mädchen vor, das Brot erschwerte unter schwierigen Umständen, einen kühlen Kopf bewahrte und sich um der Kinder anderer Leute kümmerte. Zweifellos hießen Königin oder Göttinnen nicht zu. Oh, aufpassen, nicht, dass ich da die Schilder wegkramme. Bisschen Abstand halten, ist 2 Straßen blockiert. Oh, ich muss gleich rüber, ne? Aber die nochmal durchfahren da. So, es geht weiter. Ah, auf der Spur bleiben. Auch als andere Formen des Namens ließ sich kaum etwas anfangen. Susi klang, als verdiente man kaum seinen Lebensunterhalt, damit auf Tischen zu tanzen. Und Susan hörte sich noch Susi mit einiger hörte sich nach Susi mit einigen zusätzlichen Buchstaben zur Tarnung an. Also Susan hörte sich wie Susi an. Sarah war fast ebenso schlimm. Der Name verlangte nach einem stützenden Haar. Ja, das ist zwar einigermaßen gut geschrieben, aber wenn man es so 3-mal, 4-mal gelesen hat, wird es irgendwann nicht mehr witzig sein. Aber im ersten Moment hat er sich da wirklich Gedanken gemacht. Wie könnte man so zum Beispiel die ganzen Namen deuten, die mit Susanne zu tun haben? Und wieder 61 Euro bezahlt. Jetzt haben wir noch hier 1 Stunde 40. Jetzt habe ich schon alles vorgelesen. Was ich rausgeschrieben habe, kommt demnächst mal mehr, wenn ich Lust habe wieder. Susanne, das ist ein Mädchen. Das ist, glaube ich, im zweiten Todbuch erschienen oder im dritten. Ich glaube, im zweiten war das. Ich wusste erst mal, dass Susanne auftauchte. Ich glaube, zweiten oder dritten auf jeden Fall. Im ersten hat der Gevatter Tod eine Tochter adoptiert, die er in seine Welt reingeschickt hat, die er behalten wollte. Ich weiß gerade den Namen jetzt nicht, wie sie hieß. Und dann hat er sich noch einen Lehrling angeschafft, Mortimer, abgekürzt Mord. Das gefällt ihm natürlich, dem Gevatter Tod natürlich sehr gut. Und hat ihn dann auch in seine Welt geschickt als Auszubildender im ersten Buch. Und Mord und seine Tods Adoptivtochter. Irgendwie habe ich so hochgeschaltet, ja. Adoptivtochter haben dann halt das Kind bekommen, Susanne. Und Susanne wurde in der Menschenwelt aufgezogen und hat dann nachher, wo sie älter war und die beiden Elternteile gestorben sind, weil sie in der richtigen Welt überleben wollten und sie haben dann alt geworden und gestorben, haben dann
hat sie dann halt die Aufträge von Gevatter Tod mit übernommen. Unter anderem auf Schweinsgalopp, wie schon angesprochen. Wo sie halt mysteriösen Dingen auf der Spur ist. Und der Gevatter Tod, der hat auch eine wichtige Rolle bekommen bei Schweinsgalopp. Und zwar ist der Weihnachtsmann erkrankt. Er kann dieses Jahr nicht die Geschenke ausbringen. Deswegen muss Gevatter Tod sich ein Kissen unter sein Gerippe packen und so mit Ho 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 und so reden und halt den Weihnachtsmann nachmachen. Das ist halt so eine Geschichte, ne? Oder beim ersten Teil, wo Mord die Aufträge erfüllen soll, ups, ich muss rüber, aber er vergisst, oder er hat keinen Bock drauf, die Leute ins Jenseits zu begleiten, sondern er will sie retten. Und er verliebt sich auch in ein Mädchen nachher, was er andauernd retten will, aber andauernd stirbt sie weg, beziehungsweise ist nachher ein Geist und man kann nichts mehr machen mit ihr sozusagen. Ne? Weil sie dann halt zwischen den Welten wandert. Weil sie ja nicht im Jenseits ist und nicht auf dieser Welt. Ne? Halt so eine Sachen. Und der Gevatter Tod, der hat dann keinen Bock mehr, der macht immer Urlaub, um die Menschen besser kennenzulernen. Und da hält er sich mit ihnen, geht auf eine Party, trinkt mit denen Alkohol, er wird ja nicht besoffen. Und will die Menschen besser kennenlernen. Am Schluss oder Mitte des Buches ungefähr oder kurz vor Ende sucht sich er dann eine andere Stelle, geht zum Arbeitsamt und stellt sich dann, wird dann angestellt in ein Restaurant, wo er Koch ist. Und da er keine Zeit kennt, sind die Essen, sobald sie bestellt sind, auch schon fertig. Das heißt, die können gehen hier rein, machen die Bestellung und können gleich schon essen. Ich muss jetzt langsam wieder hier. Verschaltet. Und bei dem Buch Total verhext, das handelt von drei Hexen. Knoblauch. Ist die andere nochmal? Ich gucke auf den Namen ja nicht hier. Margarete Knoblauch oder wie die hieß da? Margret Knoblauch. Und dann noch zwei andere Texte, ne? Komme jetzt auf den Namen jetzt nicht, so muss ich lange überlegen und dann ist die Fahrt zu Ende in 45 Minuten. Auf jeden Fall sind sie auf dem Besen unterwegs, habe ich schon mal erzählt bei meinem Video. Die eine meckert immer rum. Ach, scheiß Essen immer hier, immer die scheiß Brot essen auf dem Besen. Kann man hier kein richtiges Essen machen mit Fleisch und sowas sozusagen? Ein Versuch, ein Lagerfeuer auf dem Besen anzuzünden, ging der Besen in hat er Feuer gefangen, musste sie sofort löschen. Und auf jeden Fall hat sie dann weitergesponnen, ja warum nehmen wir keinen Baumstamm? Dann kann eine von uns fliegen, die andere macht das Essen. Und was mache ich? Ja, du kannst einen Service machen. Was für ein Service? Ja, du kannst die Leute informieren, falls wir abstürzen sollten, was sie tun sollen. Flugzeug kommt gerade runter, das passt gerade gut. Ja, aber dann brauchen wir doch nichts mehr erzählen, wenn wir abstürzen. Ja, und dann hat sie weitergesponnen, ja, wie wollen wir denn heißen? Die drei Hexen? Nö, hört sich langweilig an. Die drei fliegenden Hexen, sagt die andere. Nö. Und sagt die dritte, Hexen Hansa. Und sagt die andere wieder, Hexen Hansa, was ist das denn? Halt so eine Sache, das ist Anspielung auf Lufthansa. Und gerade wie es gerade passte, die Airline runtergekommen ist da. Halt sowas, ne? Das sind halt so eine kleine Überschneidungen. Und bei Total verhext, da spielt er alles durch. Von Dornröschen, Aschenputtel und was auch immer noch alles. Küsst den Frosch und sowas hier. Also Brüder Grimm wird da verarscht. Da ist eine böse Hexe, die Schwester von der Knoblauch. Und die will die ganzen Menschen unterjochen, indem sie verhext und die Leute dann die Märchen nachspielen sollen. Und die drei Hexen wollen das verhindern und verfolgen sie nachher. Das ist so ein, eigentlich ganz gut geschrieben, das Buch, auch sehr lustig. Und viele Kindergeschichten da drin halt, ne? Die man so kennt und dann leicht verwandelt sind oder verändert sind. Und auch so eine Szene in Spanien könnte es sein, so ein spanisches Dorf, wo die Stiere durch das Dorf gejagt werden und die Leute wegrennen bzw. hinterherrennen.
kommt auch eine Szene vor. Nö, scheiß Autos hier, ich habe Schwerlast hinten dran. Schaut einfach mal rein in die Bücher, könnt euch eins ausleihen. Man muss nicht unbedingt nach der Reihe lesen, aber es wäre besser, wenn man mal die einzelnen Geschichten nachliest. Einige überschneiden sich auch, einige Geschichten. Manche Leute kommen in anderen Büchern wieder vor, zum Beispiel Magier und Hexen. Ich habe Vorfahrt, ich habe Vorfahrt. Ba, 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 bam. Ich fahre gleich geradeaus, oder wie fahre ich da? Jetzt verstehe ich das nicht. Wie soll ich da rumfahren, bitteschön? Geradeaus soll ich nicht, aber ich soll da mal so außen rumfahren. Was datten? Ich fahre mal so, wie er sagt, am besten, oder? Ja, ist glaube ich Sackgasse. Ah ja, gut. Aber Terry Pratchett kann ich euch sehr wärmstens empfehlen. Oh. Darf ich rüber da? Darf ich rüber? Danke. Kann ich euch wärmstens ein Herz legen? Man kann sehr viel Spaß damit haben. Zum Beispiel habe ich letztens gelesen, wie ist immer das Buch jetzt hier? Der Kater. Das sollte eine Kindergeschichte sein. Nicht der gestiefelte Kater, sondern hier. Oh, komm ich auf den Namen jetzt nicht hier. Ich komme auf den Namen nicht, das ist ärgerlich. Naja, ist ja gleich vorbei hier. Verdammt, erzähl ich nächstes Mal, wie der Kater hieß. Wo ich dran denke. Ja. Maurice der Kater, jetzt habe ich das. Maurice der Kater handelt von einem Kater, der überlegt hat, mit Ratten zusammenzuarbeiten. Die Ratten wollen das Geld verdienen. Sie wollen sich eine eigene Insel kaufen. Und es ruckelt. So, Maurice der Kater, haben wir von Ratten, die eine Insel kaufen wollen, die brauchen Geld dafür. Und deswegen haben sie zusammengeschlossen, der Kater und die Ratte, und die haben noch einen dummen Jungen gesucht, der für sie Flöte spielt. Jetzt kann man sich schon denken, worum das geht. Es geht auch darum, der Rattenfänger von Hameln ist eine Verarschung von dem Buch, von dem Filmbuch oder was auch immer von damals, halt auf modern geschrieben und auf lustig gemacht, ne? Oh, was haben wir denn hier gemacht? Wie soll ich da reinkommen? Das gibt ein Problem. Es gibt ein großes Problem. Mayday, Mayday, ich habe ein Problem. Die spinnen doch. Ja, jetzt. Aus dem Spiel abgefahren. Muss ich andersrum fahren. Verdammt. Überspringen möchte ich nicht, Kollegen. So, ich hoffe, das klappt von der Seite hier. Ja, jetzt haben wir ein kleines Einpackproblem hier. Das ist nämlich bei CSM-Maps so, dass sie immer schwerer wurden, die Einladebuchten-Teils hier. In Italien soll es auch noch schwer gehen, wie ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe. Und das ist nicht zu spaßen hier. So. Ich bin angedutzt. Wie ihr seht, hier muss man schon ein bisschen mehr rangieren, weil er auch extrem lang ist.
haben meine drei Themen ja gereicht hier, das ist gut. Bei Terry Pratchett will ich auch mal weitermachen. Ah, shit. Stopp. So, Auftrag erfüllt. Wunderprächtig. 20.000 Euro für die lange Fahrt. Wow. Und neues Level. Was nehme ich jetzt mal hier? Ich nehme mal hier weiter Just in Time. Hochwertige Fracht. Möchte ich nicht so haben. Wir schauen uns mal kurz hier nochmal an. Null. Stopp, habe ich gesagt. Und was ist los hier? Oh, United States Army. Den will ich auch mal gerne transportieren. So ein Heli wieder. Und wie man sieht, der Auflieger ist schon wieder ein bisschen länger, vor allem hinten. Der war länger als der letzte Fahrt. Und wie ihr gesehen habt, hier hat man viel zu rangieren gehabt. Aber ich habe es geschafft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch was. Tschüss.